Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind heute. Auch herzliche Grüße raus an alle die, die gerade hier die Veranstaltung streamen. Wir haben heute Abend den dritten Vortrag in der Reihe der FAU Insights, in der wir eben Dinge beleuchten wollen, mehr für die Öffentlichkeit. Wir treffen hier renommierte Expertinnen und Experten der FAU, auch vom Energiecampus Nürnberg und Kooperationspartner aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Und wir präsentieren hier die neuesten Entwicklungen aus den Bereichen, die das Leben heute prägen oder auch verändern werden. Genau, heute ist der dritte Termin in dieser Reihe zu solare Technologien, Technologien für eine solare Welt. Wir treffen uns heute zu dem Thema solare Gebäudeintegration. Hat Design einen Einfluss auf die Effizienz? Und vorab möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Dinge mitteilen. Zunächst, Fragen können ganz am Schluss gestellt werden in der Diskussion. Ich möchte Sie bitten, Ihr Handy auszuschalten, damit wir die Vorträge in Ruhe genießen können. Es wird fotografiert. Wenn jemand von Ihnen nicht fotografiert werden möchte, melden Sie sich bitte. Noch ein Hinweis an alle hier im Saal. Es wird niemand aufgenommen, die jetzt hier vor Ort sind. So, und der Livestream und die Aufzeichnung der Veranstaltung können Sie auch später auf YouTube finden. Für alle die, die heute Abend finden, das möchten Sie gerne nochmal mit Ihren Bekannten teilen, das können Sie gerne tun. Ein Wort zu mir. Mein Name ist Katrin Fuhrmann. Ich leite die Stabsstelle Green Office, Nachhaltigkeit und Klimaschutz an der Friedrich-Alexander-Universität. Meine Erfahrungen im Bereich Photovoltaik sind eher klein und vor allem anwendungsbezogen. Wir haben Photovoltaikanlagen mit Freiwilligen errichtet auf verschiedenen Dächern der FAU. Heute Abend freue ich mich, dass wir uns eben unterhalten über Dinge, die der nächste Schritt wären sozusagen, nämlich wie sieht das auf den Gebäuden aus, wäre doch schön, wenn wir direkt von dort den Strom ernten könnten. Und nun möchte ich schon unseren ersten Vortragenden vorstellen. Das ist Professor Dr. Björn Rau. Er ist stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrum Photovoltaik und Leiter der Beratungsstelle für Bauwerkintegrierte Photovoltaik am Helmholtz-Zentrum Berlin. Vielen Dank, schön, dass Sie heute Abend hier sind. Er studierte physikalische Technik an der Hochschule in Berlin und nach seiner Promotion an der Humboldt-Universität Berlin beschäftigte sich Herr Rau mit Prozessen und Konzepten für Dünnschicht-Solarzellen am damaligen Hahn-Meitner-Institut, welches heute das Helmholtz-Zentrum Berlin ist. Und damit würde ich sagen, the floor is yours. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und hoffe, dass wir in den nächsten 30 Minuten von meiner Seite so ein bisschen einen Einblick darin bekommen, wie man Photovoltaik und Gebäude vielleicht miteinander verbinden kann, ohne, sagen wir mal, den Klassiker, die gekachelte Solarmodultechnik auf dem Dach zu sehen. Deswegen der Vortragstitel, der erfolgreiche Brückenschlag zwischen der Architektur und der Photovoltaik. Und den einleiten möchte ich gerne mit einem Bild, was ich selber bei einem kleinen Spaziergang mal gemacht habe. Ich hoffe, dieses Bild brennt sich ein bisschen bei Ihnen ein, weil es soll eigentlich zum Denken anregen. Wir sehen hier ein Familienhäuschen, was vielleicht nicht ganz fertig saniert ist im vorderen Bereich. Es hat aber eine Photovoltaikanlage an der Fassade. Und, ups, falscher Knopf. Und ich glaube, dass der Hausherr sich darüber sehr freut und sehr stolz ist, da seinen Beitrag zum nachhaltigen Energieversorgung beizutragen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob seine ganze Familie das auch so sieht, wenn man da im Garten sitzt und diese Technik an der Wand so in der Form, wie es da ist, wahrnimmt jeden Tag. Ein Architekt oder eine Architektin, die vorbeikommt, wird ganz bestimmt auch nicht wahnsinnig begeistert von dieser Art von Lösung sein. Und der Installateur höchstwahrscheinlich auch nicht, denn wenn Sie sich das genauer angucken, dann sehen Sie hier im unteren Bereich ziemlich merkwürdig die Elektrokabel verlegt. Nichtsdestotrotz, der Forschende, der freut sich wahrscheinlich schon darüber, weil es ist eine Anlage für erneuerbare Energie und außerdem kann man mit ihr sicherlich auch eine ganze Menge lernen und Erkenntnisse haben. Das ist aber vielleicht nicht die Lösung, die wir haben wollen, die wir überall sehen wollen, und deswegen möchte ich mit Ihnen
über den erfolgreichen Brückenschlag zwischen der Architektur und der Photovoltaik reden und nicht über das, was wir jetzt hier so gesehen haben. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu einer Einleitung. Ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass wir uns so ein bisschen das große Bild angucken. Wir müssen wissen, dass im Prinzip 2% der Erdoberfläche von uns Menschen mit großen Städten belegt ist und bewohnt ist. Dort leben mehr als die Hälfte aller Menschen auf diesem Planeten, in diesen großen Städten. Und wir verbrauchen im Prinzip fast 3/4 der gesamten Energie vor Ort in diesen Bereichen. Also an 2% der Erdoberfläche werden 3/4 der Energie, fast 3/4, verbraucht. Und diese Orte sind auch für 3/4 aller CO2-Emissionen auf diesem Planeten verantwortlich. Und wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen wollen, die Erderwärmung verlangsamen, stoppen wollen, müssen wir unbedingt an diese CO2-Emissionen ran. Und da ist es halt eben auch besonders interessant zu sehen, dass etwa 36% der ganzen CO2-Emissionen in diesen urbanen Bereichen aus dem Bausektor stammen. Also aus dem Herstellen der Baumaterialien, aus dem Errichten der Gebäude, aus dem Betrieb der Gebäude. Das ist also ein Riesenschlüssel, ein Riesenwerkzeug, was wir haben, wenn wir hier die CO2-Emissionen verringern können. Und da ist ganz klar, Photovoltaik ist ein Schlüssel, denn die meisten Leute können sich vorstellen, Windräder in den Großstädten, auf Dauer wird es vielleicht nicht überall genug Platz dafür geben. Das haben die Politiker, die Gesellschaften erkannt, das gibt es auf europäischer Ebene, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber zum Beispiel haben in den Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland die verschiedensten Bundesländer unterschiedliche, aber eben ganz bewusste Solar- und Klimaschutzgesetze erlassen. Die sind aber, wie Sie sehen, hier im unteren Bereich ziemlich divers. Ne? Also einzelne Bundesländer sagen, die Dachsanierung muss auf mindestens von 50% der Dachfläche passieren, also die Photovoltaikinstallation meine ich. Kleinere Dächer sind ausgeschlossen. Andere Bundesländer beziehen sich mit ihrer Photovoltaikpflicht ausschließlich auf Bundesgebäude. Neubauten müssen PV-ready sein, das ist eine ganz andere Thematik. Also da ist gar keine Solarpflicht, aber eine Vorausschau, sage ich jetzt mal, für die Zukunft. Einzelne Bundesländer regeln das so, dass ausschließlich gewerbliche Gebäude bestimmter Größe relevant sind mit Verpflichtungen. Und andere fixieren sich beispielsweise auch auf Überdachungen von Parkflächen. Also völlig divers. Und wenn man sich die Karte von Deutschland hier an der Seite anschaut, dann sieht man auch eins. Das ist in den hier grün markierten Bundesländern bereits umgesetzt, in Gesetzen, in Klimaschutz- und Solargesetzen und in einigen anderen, nämlich allen ostdeutschen Bundesländern und dem Saarland sind es angekündigte Gesetzesänderungen, die aber hier noch nicht zum Tragen kommen. Was mir nicht gefällt bei all diesen Gesetzen und Regelungen, ist die Begrifflichkeit des Daches, Photovoltaik auf dem Dach. Und wir alle wissen, dass das vielleicht nicht die einzige Lösung sein muss für Photovoltaik. Und das gucken wir uns jetzt genauer an für den Freistaat Bayern. Denn da gibt es nicht das Solar- oder Klimaschutzgesetz, das sich um Photovoltaik kümmert, sondern die Bayerische Raumordnung oder Bauordnung, Entschuldigung. Und die schreibt vor, dass seit 2023 für Nichtwohngebäude die Anlagen in angemessener Auslegung zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf den hierfür geeigneten Dachflächen zu realisieren sind. Das heißt, dass mindestens 1/3 der geeigneten Dachflächen mit Photovoltaik ausgestattet werden sollen. Die Bildchen, die ich Ihnen hier zeige, die zeigen so ein bisschen, was bedeutet ein Drittel von einer Dachfläche. Also bei einem Einfamilienhaus, was wir hier links sehen, ist 1/3 ein relativ, also die geeignete Dachfläche, wir nehmen die Nordfläche mal nicht mit in der Photovoltaikausstattung, ist eine gewisse Größe, die fürs Einfamilienhaus vielleicht auch ausreichend ist und eigentlich sich ganz gut anfühlt. Wenn man einen großen Logistikkomplex, eine Fabrikhalle oder Ähnliches nimmt, dann wird es eine richtig große Anlage. Da kann man richtig viel Strom mit erzeugen. Da wird sogar interessant, wie dieser Logistikbetreiber, die Firma vor Ort, überhaupt mit dem Strom umgeht. Weil das sind große Strommengen, die da entstehen können. Wenn man jetzt sich aber den Hochausfall auf der rechten Seite anguckt und da 1/3 der Sache ist bedeckt mit Photovoltaik, dann wird man feststellen, das ist eine mikroskopisch kleine Anlage. Also die Frage ist, ist diese Formulierung, 30% der Dachfläche, die fast alle dieser Solargesetze, sagen wir mal, sich als Ziel gesetzt haben, ist die überhaupt sinnvoll? Und ich sage, es ist nicht. Es ist viel besser, wenn wir die Gebäudehülle als Ganzes betrachten, denn wir sehen jetzt hier in dem Beispiel rechts im Hochhausfall, dann haben wir zwar eine kleine Dachfläche, aber wir haben riesige Fassadenflächen.
Nicht alles davon ist Fenster. Da sind viele opake Bereiche und über die könnte man dann reden, zum Beispiel auch Solarmodule in die Fassade zu integrieren. Ein anderes Thema bei Photovoltaik auf dem Dach sind die Konflikte, die entstehen können, wenn man Photovoltaik ins Dach bringen möchte oder aufs Dach. Denn wir haben natürlich Dachflächen belegt mit Haustechnik. Wir haben häufig im Meer fortschreitend Regelungen für Retentionsflächen, also begrünte Dächer, Regenwasserrückhalteflächen auf den Dächern, die zu berücksichtigen sind, ich sage jetzt mal parallel zur Photovoltaikpflicht, sodass es nicht so einfach ist, überall Photovoltaik in ausreichender Zahl aufs Dach zu bringen. Jetzt kann man sagen, okay, Photovoltaik und Gründach, das passt schon ganz gut zusammen. Da gibt es diverse kommerzielle Konzepte. Hier sind mal zwei Beispiele. Man kann sich gerne beim Bundesverband Grün näher dazu informieren. Man kann erfolgreich Photovoltaik und Gründächer schon miteinander verbinden. Bei anderen Themen, Photovoltaik aufs Dach zu bringen, gibt es vielleicht ein paar mehr Konflikte oder sagen wir mal unterschiedliche Meinungen. Ne? Also wir sehen hier zwei Bilder, insbesondere das untere rechts finde ich schon ein bisschen erschreckend. Also Ehre dem Hausherrn, weil er mit grüner Energie seine Wohnung, sein Haus versorgen will. Das finde ich gut, das ist toll. Aber die Lösung, die er umgesetzt hat, ist natürlich grauenhaft, wenn man sich da so ein schönes Fachwerkhäuschen anschaut. Wir haben also ein Problem mit der Ästhetik, wir haben unter Umständen ein Problem mit dem Denkmalschutz und unter Umständen auch mit der Statik, weil solche älteren Gebäude sind ja auch nicht zwingend nochmal für zusätzliche Dachlasten von 20 Kilo pro Quadratmeter oder so ausgelegt. Deswegen sprechen wir über bauwerkintegrierte Photovoltaik. Also was ist bauwerkintegrierte Photovoltaik? Das ist der Moment, wenn ein Solarmodul Teil der Gebäudehülle wird. Das Modul wird Bestandteil des Gebäudes und ist zusätzlich zu seiner Funktion als Fassadenelement, Dachelement oder ähnlichem auch stromerzeugend. Also es ist eine Kombination aus Funktionen, die dieses Modul plötzlich erfüllen muss. Und wenn ich dieses Modul aus der Gebäudehülle rausnehme, dann entsteht ein Loch, entweder ästhetisch oder im Regelfall funktionell. Das heißt, ich muss das Modul ersetzen. Das ist anders als ein Aufdachmodul. Wir sehen das hier an den beiden Bildern. Man unterscheidet klassisch die additive Installation hier oben auf den Bildern oder die Dachhaut- oder Fassadenintegrierte Variante. Da wird es dann halt heißen, entferne ich einen Teil der Solaranlage, entferne ich einen Teil des Daches und da muss ich also auch wieder tätig werden. Solarmodule werden also zu einem multifunktionellen Bauelement oder Bauprodukt. Und das ist wichtig, das ist ein großer Unterschied zur klassischen Photovoltaik auf den Dächern. Was bedeutet das? Hier ist ein bisschen so der Überblick über das Potenzial, was wir mit integrierter, gebäudeintegrierter Photovoltaik haben. Zum einen aktivieren wir existierende Flächen ohne zusätzlichen Landverbrauch, der bereits in Fassaden existiert, in Dächern existiert oder in Ähnlichem. Wir haben häufig aufgrund der Ausrichtung der Module, Fassadenmodule beispielsweise Ost-Süd-West, einen anderen Ertrag über den Tagesverlauf, da werde ich später noch darauf eingehen. Das passt besser zu dem eigentlichen Stromverbrauch im Haus. Wir haben eine hohe Akzeptanz von Photovoltaik in der Gebäudehülle, weil es eine saubere, emissionsfreie, lärmfreie Energiequelle ist. Wie gesagt, ohne zusätzlichen Verbrauch von Landflächen, ohne Konkurrenz im Großen und Ganzen. Und nicht zu vergessen, wir haben auch ein sehr großes Potenzial für lokale Märkte. Denn anders als eine klassische Freiflächen- oder Aufdachanlage wird ein Standardmodul aus Asien nicht zwingend in jedes architektonische Konzept passen. Das heißt, wir haben wirklich hier auch den Architekten erforderlich, den Planer, auch den Ausführer. Alle müssen Hand in Hand gehen und ich glaube, das ist eine große Chance für einen lokalen, für den europäischen oder auch für den nationalen Markt. Die Grafik hier zeigt eine Studie, das Ergebnis einer Studie von dem Projekt BIPV Boost und hier mal blau markiert sieht man für Deutschland die Zahlen, hier wurde gezeigt, wie viel Energie, elektrische Energie aus dem aktuellen Bedarf in Deutschland kann durch bauwerkintegrierte Photovoltaik bereitgestellt werden. Und je nach wie das Szenario ausgelegt ist, können wir ungefähr bis zu ein Viertel der gesamten Energie, die wir aktuell in Deutschland an Elektroenergie benötigen, mit Photovoltaik in der Gebäudehülle erzeugen. Das ist also ein Riesenpotenzial. Und das kann man sich auch an Zahlen angucken. Ich will da nicht ins Detail zu eingehen, aber was wir hier sehen ist,
dass wir im Wohnbereich bis zu 700 Quadratkilometer Fläche haben und im Nichtwohnbereich auch ungefähr noch mal bis 500 Quadratkilometer Fläche. Das sind insgesamt 1200 Quadratkilometer, die mit Photovoltaik an existierenden Bauwerken und Gebäuden belegt werden können. Also wer ein neues Geschäftsmodell aufmachen will, der Markt ist da. Warum haben wir das nicht? Wir haben aktuell nur einen 2%igen Marktanteil von gebäudeintegrierter Photovoltaik bei der jährlichen Installation. Also der Markt wird überflutet mit Standardmodulen, im Regelfall in China, Taiwan, Vietnam hergestellt. Aber nur 2% sind überhaupt gebäudeintegriert. Und warum ist das so? Das liegt ganz eindeutig an der Wissenslücke, die auch in der Baubranche existiert. Denn wir haben auf den Seiten der Architekten, der Planenden, der Bauherren, aber eben auch der Investierenden überhaupt keine oder nur wenige Informationen, was eigentlich heutzutage möglich ist. Und das will ich Ihnen jetzt so ein bisschen in der nächsten Zeit des Vortrags zeigen. Wenn wir Photovoltaik in die Gebäudehülle bringen wollen, dann können wir uns mal angucken, wo überall ist denn eine Integration von Photovoltaik möglich. Fangen wir rechts an mit der Aufdachinstallation. Die ist nicht integriert. Die packt man sich aufs Dach oder aufs Carport oder wo auch immer hin. Eine klassische Installation von Standardmodulen, die sehr wohl ihre Berechtigung haben und kostengünstig und effizient sauberen grünen Strom erzeugen können. Aber nicht jeder hat dafür den Platz oder das Interesse, das so sichtbar zu haben. Also gucke ich mal, dass ich Photovoltaik vielleicht auch in das Dach integrieren kann, also als Dachelement oder in die Balkonbrüstung oder als verschattende Überkopfverglasung oder auch als bewegte Sonnenschutz auf der Terrasse zum Beispiel oder eben auch als Fassade. Und ich habe hier überall mal noch markiert, was so die zusätzlichen Funktionen sind, die plötzlich so ein Solarmodul erfüllen muss. Und das ist relativ wichtig, da komme ich später noch mal zu, dass wir wirklich verstehen, wenn wir bauwerkintegrierte Photovoltaik machen, reden wir davon, dass das Solarmodul ein Bauprodukt wird. Das muss für alle Beteiligten ein Umdenkprozess stattfinden. Jetzt kommen viele schöne bunte Bilder, weil ich Ihnen mal zeigen will, was heutzutage alles schon möglich ist. Fangen wir an mit Beispielen für die Fassade. Also wir sehen hier 5 Beispiele und was besonders auffällig ist, es sind verschiedene Farben zu sehen. Alle diese Fassaden, die wir hier sehen, ob es eine kupferfarbene in Norwegen ist oder die schwedische weiße Fassade hier, die rote hier aus Nürnberg, by the way, ein Schweizer Beispiel, oder in Berlin-Adlershof die schwarzen Elemente von dem Hauptquartier der ehemaligen Soltecture-Firma. Alles harmonisch, gestalterisch und farblich integrierte Solarmodule. Ein anderes Beispiel, das ich wirklich sehr gerne mag, ist die International School of Copenhagen. Die gesamte Fassade dieser Schule, deren Nachhaltigkeitsthemen prioritär sind, ist solarmodulaktiv. Also die ganze Fassade, egal wie man sie jetzt hier verschattet, verschachtelt sieht, sind Solarmodule. Das ist eine Herausforderung für die Verschaltung der Module im System. Das ist ganz sicher nicht einfach. Aber der Architekt, in dem Sinne Möller Architekts aus Dänemark, haben hier viel Freiheiten gehabt und eine wunderschöne Fassade erzeugt, ohne dass die Menschen, sagen wir mal, den Druck dieses technisch Solarmodul installierten in der Fassade sehen. Ganz anderes Beispiel ist hier das Amt für Umwelt und Energie in Basel, wo die Oberfläche der Solarmodule geprägt wurde und sodass man diese dreidimensionale Glasstrukturfassade bekommt, einfach eine komplett andere Art und Weise eine Oberfläche zu erzeugen und damit auch eine Fassade. Zu diesem Beispiel einer komplett anderen Fassade will ich gar nicht so viel sagen, weil der nach mir Redende wird darauf ganz sicher ein bisschen mehr eingehen. Aber was wir hier halt sehen, ist zum Beispiel komplett andere Formen, nicht rechteckige, nicht glasbasierte, sondern flexibel in der Form und vielleicht auch noch mit mehr Funktionen. Komplett auch mein Familienbausbereich, eine ganzheitlich mit Solarmodulen gedeckte und Fassaden eingekleidetes Gebäude, ist nicht jedermanns Geschmack vielleicht von der architektonischen Lösung, aber es trotzdem zeigt, ich kann wirklich jede Ecke meiner Fassade, meines Daches auch solaraktiv gestalten. Auch hier bei der Feuerwache im oberen Bereich oder bei dem Kloster im unteren Bereich ist Photovoltaik so geschickt integriert worden, dass man es von Ferne gar nicht wahrnimmt, unter Umständen auch den Denkmalschutzcharakter des Gebäudes trotzdem wahrt und schöne Lösungen machen kann und trotzdem lokal vor Ort sauberen Strom erzeugt.
Alternatives Beispiel hier auf der linken Seite, ein Gebäude von, ich glaube, 1300 irgendwas. Der Bauherr hat gesagt, ich übernehme das Gebäude, ich saniere es, aber nur lieber Denkmalschutz, wenn ihr mir erlaubt, auf Photovoltaik zu installieren. Und es gab ein langes Hin und Her und am Ende haben sie sich auf diese Lösung geeinigt. Und ich finde, es ist eine machbare Lösung, zumindest aus meiner Sicht, dass man hier beides respektiert, sowohl eine denkmalschutzrelevante Aufgabe als eben aber auch die neue, moderne Art und Weise, grünen Strom zu erzeugen. Und nicht zu vergessen, hier das Bild auf der rechten Seite, heutzutage gibt es auch solare Dachziegel. Das heißt, wir müssen nicht mal komplizierte Konstruktionen auf unseren Dächern neu machen. Wir können auch standardmäßig unsere Dächer, zum Beispiel bei einem Neubau eines Gebäudes oder beim fälligen Auswechseln der Dachziegel, mit Dachziegeln erneut bestücken, die aber dann die solare Funktion haben, Strom erzeugen. Es gibt heutzutage wirklich eine große Vielfalt an Form und Farbe, wie Sie sehen. Über Kopfverglasung, auch hier verschiedene schöne Beispiele. Manche davon sind schon sehr, sehr alt, also gerade die beiden, das mittlere und das rechte, die sind schon weit über 10 Jahre alt oder 15 Jahre, würde ich mal sagen. Aus Berlin zwei Beispiele, wo mit den klassischen kristallinen Siliziummodulen in einer lockeren Modulgestaltung halt eben Teilverschattung, aber eben auch noch natürliches Licht ermöglicht werden. Das Gleiche für Überkopf, auch in der Fassade möglich. Hier oben das Beispiel links, die SMA-Akademie, wo man wirklich auch ganz bewusst mit den Silizium-Wafern in der Scheibe spielt, weil sie ja auch einen innenarchitektonischen Aspekt haben, nämlich diesen Schattenwurf, dieses Lichtschattenspiel. Genau darunter das Rathaus in Freiberg, sehr bekannt. Ich vermute mal, das ist hier den meisten bekannt, wenn nicht, einfach mal googeln. Tolle Bilder, ein ganz tolles Projekt. Und auf der rechten Seite zwei Bilder von dem Zentrum für Photovoltaik bei uns in Adlershof. Das große dreistöckige Atrium ist wirklich in Richtung Südseite zwingend zu verschatten, weil sonst eine super Überhitzung in dem Bereich entsteht. Und die Architekten haben damals mit einer außenliegenden Photovoltaikanlage, wie Sie sie hier sehen, diese Lösung herbeigeführt. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende, gut sichtbare, aber gleichzeitig klar funktionelle Sache. Balkone, gleiches wie auch in anderen Beispielen schon in Form, Farbe und Ausführung unterschiedlich möglich. Das waren die Beispiele. Jetzt komme ich mal so ein bisschen zu den Dingen, die noch eine Relevanz haben, nämlich wie kann ich denn jetzt so ein Photovoltaikmodul in meine Gebäudehülle bringen? Und da sind hier zum Beispiel zwei ganz unterschiedliche, aber klassische Beispiele gegeben. Also entweder links zu sehen, bringe ich das Solarmodul als vorgehängt hinterlüftete Fassade zum Beispiel rein, in die Gebäudehülle. Das heißt, das Solarmodul wird anstelle eines klassischen Fassadenelementes als Vorhangfassade installiert. Das kann auch nebeneinander passieren, da komme ich später nochmal zu. Eine andere Variante ist hier das Beispiel, wo organische, flexible Solarmodule in der Rolle-Rolle-Produktion in der Leichtbauweise direkt auf ein Trägermaterial aufgeklebt werden. Das ist ehrlicherweise nicht wirklich Integration, das ist ja schon additiv, aber es ist eine dauerhafte Verbindung und anschließend habe ich sozusagen mein Fassadenmaterial dauerhaft mit diesem Solarmodul beklebt. Da kann ich Elemente erreichen oder Bauwerke erreichen, die aus statischen Gründen vielleicht einfach nicht nochmal anders angepasst werden können. Hier ist nochmal ein zweites Beispiel von derselben Art und Weise der Installation, auch dieselben Module von der Firma Heliatec. Was ich hier nochmal besonders zeigen will, ist, dass wir im Prinzip mit dieser Art und Weise eine 2 Kilo pro Quadratmeter Belastung möglich haben. Das ist besonders dann interessant, wenn so ein Logistikzentrum, wo ich vorhin das kleine rote Bildchen gezeigt habe, Photovoltaik installieren will, dann ist die Statik in der Regel nicht dafür geeignet, die klassischen Solarmodule auf Glasbasis zu tragen. Aber mit 2 Kilo pro Quadratmeter kommt man relativ weit. Ein ganz anderer Ansatz, der aber wirklich, wie ich finde, auch ein sehr schöner Ansatz ist, ist diese Schindelung der Fassade, den René Schmidt-Architekten sich ausgedacht haben. Hier ist es so, der klassische Architekt möchte sich ja mit seinen Öffnungen in der Fassade nicht unbedingt an den Rastermaßen der Solarmodule orientieren, sondern er hat seine eigene Vorstellung, wo ist ein Fenster, wie groß ist ein Fenster, wo ist eine Balkonöffnung und ähnliches oder wie nah ist der Abstand zu einer Kante eines Gebäudes. Und hier ist es so, dass die Architekten sich überlegt haben, dass sie geschindelte Installationen haben, die Module überlappen einander und da sie
nur im inneren Bereich solar aktiv sind und einen relativ großen Totbereich haben, in dem sie sich einfach überlappen können, ohne die Module zu überdecken, bin ich sehr flexibel, weil ich kann einfach den Abstand der Überlappung so ein bisschen variieren und dadurch über die Meter in der Fassade auch entsprechende Justierungen durchführen. Das sind so Installationswege. Kommt natürlich immer die Frage, was kostet sowas denn überhaupt? Ist ja unendlich teuer oder wie funktioniert das? Und da habe ich jetzt hier mal als Beispiel die Studie, die ist von 2016, aber die ist immer noch eine gültige, ich komme auch gleich dazu, rausgesucht. Wichtig ist nochmal zu verstehen, das Solarmodul ist ein Bauprodukt, ein Fassadenelement, ein Innendachelement, ein Balkonelement und ersetzt in seiner Funktion diese Bauprodukte. Und in der zweiten Funktion erzeugt es den Strom. Das heißt, ich muss die Kosten für solch ein Solarmodul in der Fassade zum Beispiel eben auch mit Fassadenelementen vergleichen, mit Passivelementen, die sich niemals amortisieren werden, wo der Bauherr aber natürlich trotzdem interessiert ist, auch Geld auszugeben, weil nicht jeder hat nur die günstigste oder sage ich mal sogar billigste Fassadenlösung. Und hier sieht man in dieser Studie vom PV Sites Report, dass wir im unteren Bereich eine Holzfassade, eine Stein-, Metallfassade, Ziegel-, Keramikfassaden oder Ähnliches haben, die alle einen gewissen Kostenbereich abdecken und BPV-Lösungen ebenfalls in einer relativ breiten, sagen wir mal, im breiten Range zu finden sind in den Kosten. 2016, ich würde mal sagen, heute realistisch könnte man überall auf alle diese Baumaterialien vielleicht 200 Euro pro Quadratmeter draufpacken. Das heißt, die absoluten Zahlen vergessen Sie mal, aber was ich zeigen will, ist, alles hat seine Spannbreite und ich kann auch in den Kosten bei der Umsetzung von integrierter Photovoltaik so ein bisschen meinen Weg suchen, Kosten nutzen. Vorteil ist immer, ich habe solaraktives Material verbaut, was am Ende eine Amortisation möglich macht. Die Stein, die Beton, die Glasfassade wird das nie tun. Und jetzt ist es eine schöne Studie, 2016, Forschende, alles gut, ich zeige es Ihnen jetzt auch noch in echt. Das sind wirkliche reale Zahlen eines Bauvorhabens von uns selber. Unsere bauwerkintegrierte Fassade ist eine hinterlüftete VHF-Fassade. Die hat auf dem laufenden Quadratmeter inklusive sämtlicher Photovoltaik-Systemkosten der Dämmung, der Unterkonstruktion damals ungefähr 550 Euro pro Quadratmeter gekostet. Eine Standard-Aluminium-Ausführung der VHF-Fassade, wie sie direkt in dem Gebäude daneben auch verbaut ist, lag etwa bei 300 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wir reden eigentlich von 250 Euro Mehrkosten pro Quadratmeter. Und über die müssen wir reden, wenn es um Amortisation geht, um Rechnungen, wann sich wie, welche Investitionen auch wieder zurückspielt zum Beispiel. Kosten ist ein Thema. Die Vielfalt von Farben ist vielleicht ein anderes Thema. Und da ja auch die Frage nach Design und Effizienz Thema dieses Vortrags ist, bin ich hier noch mal ganz kurz auch auf diese Einflussnahme der Farbigkeit im Hinblick auf die Effizienz eingegangen. Wir sehen hier verschiedene Beispiele, zwei Bilder, die ich mal so frech aus dem Internet genommen habe. Einmal von Solaxis, einmal von Avansis. Was wir erstmal sehen, die haben eine breite Farbpalette, die ist noch viel breiter. Es zeigt einfach hier ein gewisses Spektrum. Und wenn man sich das dann anschaut, sieht man, okay, es gibt viele Farben. Diese Farben sind wirklich auch deckend, da sind Siliziummodule hinter, da sind Zix-Module hinter. Ich erkenne das nicht unbedingt, wenn ich die Module mir anschaue. Aber ich habe je nach Farbe natürlich einen mehr oder weniger starken, ich will nicht sagen Verlust, sondern eine Reduktion der Leistung pro Modul oder pro Quadratmeter gegenüber dem Originalmodul, was in der Regel dunkelblau oder schwarz ist. Weil die Farbgebung sorgt dafür, dass ein Teil des Lichtes an den Betrachter geht und damit nicht zur Stromerzeugung umgewandelt werden kann. Klare Regel, je heller die Farben sind, je intensiver die Farben sind, umso stärker ist die Reduktion. Aber was wir halt sehen, ist, dass sehr viele Farben mittlerweile gegenüber dem schwarzen Modul weniger als 10% in Leistung einbüßen. Klar ist, weiße Module, kann man immer hinterfragen, wie sinnvoll das ist, die haben eigentlich die größten Verluste gegenüber dem schwarzen Modul, da sind wir fast bei 50%. Wir haben viele Möglichkeiten, wir haben viele Wege, wie es integriert werden kann. Es gibt viele gute Gründe, das zu tun. Aber wie machen wir das jetzt, dass es funktioniert? Und deswegen habe ich hier mal jetzt in den kommenden Folien so ein bisschen die Herausforderungen für alle Beteiligten gelistet. Also an der allerersten Stelle, ich habe es schon einführend gesagt, die Baubranche braucht Informationen.
Die Baubranche ist nicht darüber informiert, was es gibt. Die haben unter Umständen große Sorgen, dass das baurechtlich, brandschutzrechtlich etc. alles nicht gut funktioniert, dass sie vielleicht auch nicht überblicken, was da alles auf sie zukommt. Das heißt, Architekten, Architektinnen, Bauherren müssen sich weiterbilden, müssen informiert werden und müssen natürlich auch so ein bisschen ihre Vorbehalte abbauen. Wenn ein Architekt mir gegenüber sagt, alles, was ein Kabel hat, fasse ich nicht an, dann ist das die falsche Einstellung für die neue Art vom Bauen. Und so ein Architekturbüro muss auch verstehen, dass der Planungsablauf sich ändert. Das heißt, inhaltlich, zeitlich, honorartechnisch verändert sich ein Prozess, wenn Photovoltaik in der Planung mit dabei ist. Ich habe es hier mal noch in schwarz hinzugefügt. Ein entscheidender Aspekt ist zum Beispiel, dass eine exakte Produktauswahl viel früher bei der Solarfassade passieren muss, als es normalerweise bei anderen Baumaterialien der Fall ist. Weil die Anzahl und die Art und Weise der Solarmodule, die am Markt sind, die es gibt, die sind beschränkt. Und die Module, die ich am Ende auswähle, haben einen Einfluss auf meinen Planungsprozess, weil sie sind in der Größe nicht voll frei wählbar. Sie sind mit bestimmten Zulassungszertifikaten und Brandschutzkriterien verbunden. Brandschutz ist aber etwas, was ich in Leistungsphase 3 und 4 massiv bearbeiten muss und nicht erst in Leistungsphase 6. Deswegen ist ganz wichtig, der ganze Prozess im Rahmen der HUAI verändert sich, wenn ich Photovoltaik in die Fassade einplane. Dafür gibt es Hilfen. Und hier sieht man mal eine Handvoll Beispielen. Wir haben von der Allianz für bauwerkintegrierte Photovoltaik, wo eine ganze Reihe von deutschen Playern aus der Planung, der Forschung, der Manufaktur von Photovoltaik Bauelementen für die Integration beteiligt sind, entsprechende Richtlinien, Baubestimmungen und Checklisten rausgegeben. Das sind die drei hier, die großen in der Mitte. Man kann später den Stream anhalten und den QR-Code scannen, dann landet man direkt auf den PDFs von diesen Broschüren. Und neben diesen Dokumenten gibt es zum einen die BPV-Initiative Baden-Württemberg, die eine sehr schöne Übersicht erstellt hat im Rahmen eines großen Vorhabens. Dort findet man auch Herstellerlisten und viele Anwendungsbeispiele. Das ist wirklich eine sehr gute Adresse, sich zu informieren. Und sehr neu rausgekommen ist die Leitlinie für bauwerksintegrierte Photovoltaik vom FVRF, dem Verband für vorhin gehängt hinterlüftete Fassaden. Das sind alles gute Adressen, wo man sich ausführlich auch als Bauherr, als Architekt informieren kann. Und natürlich kann er gerne zu uns in die Beratungsstelle kommen. Da komme ich später nochmal zu. Nicht nur die Architektur muss sich anpassen und verändern, auch die PV-Industrie. Das ist ganz wichtig, weil das klassische Solarmodul ist eben jetzt ein Bauprodukt, wie gesagt. Das heißt, die Industrie muss Produkte, Lösungen anbieten, die kundenspezifisch sind, in diversen Parametern, Farbe, Formen, Transparenzgrade. Sie muss nach Möglichkeit Produkte haben, die einfach verplanbar sind und möglichst einem Standard folgen. Das ist ein schöner Widerspruch, kundenspezifische Bedarfe und den Standardanspruch zu haben. Diesen Spagat, den muss die Branche aber irgendwie lösen. Die Produkte selber sind anwendungsspezifischer, weil eine Verschattung eine andere Rolle in der Fassade spielt als in der klassischen Freiflächenanlage. Das Bauprodukt Solarmodul hat eine andere Lebensdauer plötzlich, weil ein Fassadenelement per se eine andere Lebensdauer in einem Gebäude haben soll und auch hat, als es ein klassisches Solarmodul im freien Feld hat. Wir haben ganz andere rechtliche Aspekte, die eine Rolle spielen als Bauprodukt, nämlich Blendung, Brandschutz etc. Damit verbunden sind zusätzliche Zertifikate wie eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ähnliches. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Baubranche sich in der Architekturbranche Partner sucht und beide Seiten miteinander reden und gemeinsam Lösungen entwickeln. Key Message dabei, die Wirkungsgrade sind nicht das wichtigste Gut, was wir in diesem Prozess haben, sondern es geht um Ästhetik und Design, weil der Bauherr, die Architektin, sie müssen das Produkt überzeugend einbinden. Und das geht nur, wenn es den architektonischen Ansprüchen entspricht. Architekten haben wir, PV-Industrie haben wir, Handwerker haben wir noch nicht. Die Installateure sind die Firmen, die am Ende das umsetzen müssen. Und es ist eben nicht der Solateur, der die Aufdachanlage installiert. Es ist der Fassadenbauer, es ist der Dachdecker, der plötzlich ein Solarmodul, ein elektrisch aktives Element verbauen muss. Das muss irgendwie gelöst werden, denn in der Regel sind die Qualifikationen da nicht vorhanden. Das heißt, Photovoltaik wird Teil des Leistungsumfangs von diesen Installationsfirmen. Sie müssen sich mehr Leute ins Boot holen, andere Expertisen, Partner.
Aber Sie müssen auch darüber nachdenken, dass die Planungsprozesse andere sind. Und noch viel wichtiger, glaube ich, das Thema der veränderten Haftung und Gewährleistung. Weil ein Dachziegel ohne Funktion, der schützt sein Dach, der kann höchstens kaputt gehen, der wird ausgetauscht. Aber in dem Augenblick, wo ich auch noch eine elektrische Funktion zu gewährleisten habe, eine Anlagenleistung, einen Ertrag möglicherweise, bin ich als Installateur, wenn ich der Vertragspartner bin, ganz anders in einer langfristigeren Haftung. Das muss gelöst werden, zum Beispiel auch über entsprechende Rücklagen. Neue Geschäftsmodelle sind möglich, aber auch nötig. Und wie schon anfangs gesagt, ich denke, es ist eine große Chance für lokale Wertschöpfungsketten. Aber es sind ja nicht nur die, es ist auch die Forschung, die eine Rolle hat hier. Und hier mal kurz gelistet, ich denke, wichtig ist, wir von unserer forschenden Seite die PV-Technologien auf jeden Fall effizienter machen. Mehr Strom pro Quadratmeter ist immer gut. Die Farbvielfalt, die Farbtreue ist ein hohes Gut bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad natürlich. Transparentes Thema ist super wichtig. Ganz viele Architektinnen und Architekten fragen uns, wann gibt es endlich die solaren Fenster? Auch wir Forschenden müssen verstehen, das Solarmodul ist ein Bauelement. Und das Thema Recycling, Nachhaltigkeit von Produkten spielt eine große Rolle. Da gibt es noch sehr viel zu tun im klassischen Solarmodulbereich, als auch natürlich, wenn wir über neue Produkte im integrierten Bereich denken. Und am besten lernen wir auch aus der Praxis. Das heißt, Reallabore, wie sie hier jetzt zum Beispiel dargestellt sind bei uns in Berlin, auf Kleinskaligkeit, auf Industriemodulgröße bis hin zum fertigen Gebäude spielen eine sehr, sehr große Rolle. Denn nur so können wir darüber lernen, was wir besser machen müssen, wie sich die Produkte in der Fassade, im Dach verhalten und wo auch, sagen wir mal, für die Gebäude eine Nebenwirkung entsteht oder für die Solarmodule ein Einfluss durch das Gebäude entsteht. Wir in Berlin haben neben unserer Forschung aber überlegt, was ist das Wichtigste? Ist es die Farbe, die Effizienz? Ist es das Reallabor? Es sind viele Dinge und eine Sache ist uns besonders wichtig gewesen, das ist die Kommunikation, weil diese Lücke zwischen was gibt es schon und was weiß die Baubranche, ist für uns besonders dramatisch. Und deswegen haben wir ein Team gebildet mit Expertinnen und Experten aus der Branche. Das heißt, ich hatte das Glück, mit der Helmholtz-Gemeinschaftsförderung zum Beispiel zwei Architekten einzustellen. Meine Kollegin, die Frau Aden, ist Expertin im Design, solarem Design von Materialien. Herr Kühn, Architekt, über 15 Jahre in der Schweiz, nachhaltige Gebäude gebaut, also ein Praktiker. Das Team erweitert sich noch, sieht man hier, und wir haben in den ersten 3 Jahren fast 300 Bauvorhaben beraten, weil der Anspruch so groß war, der Zuspruch so groß war, diejenigen, die sich mit der Solarpflicht beschäftigen, wollen es auch schöner haben. Und es ist ein wichtiges Thema, Kommunikation, Wissenstransfer zu treiben, nicht nur Technologietransfer. Und was machen wir? Wir beraten die initialen Akteure von Bau- und Sanierungsvorhaben individuell, produktneutral, das ist ganz wichtig, das ist unsere Stärke als Helmholtz-Zentrum. Wir sind nicht an einen Lieferanten, an einen Hersteller gebunden. Wir sind neutral und wir bewerten auch realistisch. Das heißt, die Dinge, die bei den Tests sich als negativ erweisen, die erzähle ich Ihnen genauso wie die schönen Dinge. Wir führen Workshops durch, wir fördern den Dialog, organisieren runde Tische und sind auch an der Lehre beteiligt, zum Beispiel in den Hochschulen im Bereich Architektur. Ganz wichtiges Thema. So, ganz zum Schluss, meine Zeit ist jetzt auch zu Ende, will ich Ihnen aber noch ausklingend ein Praxisbeispiel zeigen, was ich direkt zu Hause vor der Haustür habe. Das ist unser Reallabor für bauwerkintegrierte Photovoltaik, ein echtes Gebäude mit einer solaren Fassade. Das heißt, wir haben hier ungefähr 50 Kilowatt Peak installierter Leistung an Solarmodulen in der Süd-, in der West- und auch auf der Nordfassadenseite. Als Forscher darf man viele spannende Dinge tun, denn man kann das untersuchen und herausfinden, wie weit zum Beispiel auch eine Nordfassade einen Beitrag liefern kann zur Stromerzeugung aus der Fassade. Dieses Reallabor ist nicht nur ein Forschungsobjekt, es ist vor allen Dingen auch ein Demonstrationsobjekt. Im Rahmen unserer Beratungen kommen regelmäßig, würde man sagen einmal im Monat, Architekturbüros, Forschungsgruppen, Studierende oder andere Interessierte, die eine Führung bekommen, weil sie das mal in real sehen wollen. Und Sie können ja mir zustimmen oder nicht, aber schaut man sich dieses Bild an, das ist kein Photoshop, das ist echt. Keiner, der daran vorbeiläuft, sieht ad hoc, dass das ein Solarfassadenobjekt ist. Das sieht einfach aus wie ein Gebäude mit einer blauen Fassade. Das will ich nicht im Detail machen, aber was wir untersuchen sind, wie funktioniert das PV-System im Ganzen, wie wechselwirken die Solarmodule in der Fassade mit dem Gebäude und andersrum, wie beeinflusst die Umgebung
also die Nachbargebäude, die Bäume, alles, was an dem Standort drumherum passiert, die Systemperformance. Ein wichtiges Thema ist eben immer dann auch der Albedo oder Kontaminationen, die sich auf der Fassade niederschlagen. Parallel zu den Messungen simulieren wir, wir vergleichen, wir gucken, wie wir auch, sagen wir mal, Predictive Maintenance oder andere Themen anfassen können, um schrittweise mehr zu lernen am System. Der Vorteil ist, wie gesagt, wir erzählen auch die Dinge, die vielleicht nicht so gut sind. Das erlaubt uns, eine neutrale wissenschaftliche Publikation zu schreiben und klarzumachen, wo man was besser machen muss. Wenn die meisten dieser Informationen kriegt man heutzutage nur von den Herstellenden und die erzählen die richtigen, wahren Dinge, aber die erzählen nicht alles. Jetzt hier noch zwei Bildchen aus dem Realbetrieb. Sie sehen hier, und das wollte ich extra noch zeigen, auf der linken Seite, die Erträge in Kilowattstunden von den drei Fassaden Süd, West und Nord. Wichtig ist zu verstehen, die Südfassade ist viel größer, die hat fast 250 Module, die beiden anderen Fassaden haben jeweils nur knapp 56 Module. Aber was ich hier sehe, ist die Uhrzeit und das ist der Ertrag an einem Tag im Mai vor ein paar Tagen, vor zwei Wochen. Und wir sehen, dass auch die Nordfassade, das ist dieser hellblaue Bereich hier unten, an den allerfrühesten Morgenstunden bereits Strom erzeugt, weil nämlich auch direktes Licht auf der Nordfassade einstrahlt. Das Ganze passiert später auch noch mal am späten Abend. Meine Südfassade, die rote Kurve, ist halt vor allen Dingen über den Mittagsverlauf besonders ertragreich. Und meine Westfassade fängt halt ab mittags, frühen Nachmittag an, Strom zu erzeugen. Und wenn man sich dann hier den Graphen daneben anschaut, dann sieht man, ungefähr in den Sommermonaten, das sind die mittleren Balken, dass wir ungefähr 80% der Leistungsfähigkeit der Module auf der Westseite im Vergleich zur Südseite haben. Das heißt, ein Modul erzeugt pro Quadratmeter immer noch 80% so viel Leistung wie ein Südmodul mittags. Ein Nordfassadenmodul, aufgrund der hohen Anteil indirekter Strahlung erzeugt, immer noch bis 22%, das ist auch eine ganze Menge. Das verschiebt sich zu den außenliegenden Monaten oder Quartalen im Jahr. Was Sie hier auch sehen ist, unsere Prognose war, dass die Anlage ungefähr 30.000 Kilowattstunden im Jahr Strom erzeugt. Die hat im Jahr 22 knapp 32.000 Kilowattstunden erzeugt, im Jahr 23 nur 28.000. Das ist keine Degradation, kein Altern, das ist einfach dem Jahr geschuldet, der Sonneneinstrahlung. Denn die Prognose, die wird mit so einem 10-Jahres-Einschauungsmittel berechnet. Was man einfach sieht, ist, der Ertrag kann vorhergesagt werden, aber der hat einen Fehlerbalken. So, und jetzt gehe ich aus meinem Vortrag raus und erzähle Ihnen noch andere Dinge aus der Realität. Die sind mir nämlich auch nicht unwichtig. So eine Solarfassade hat auch seine Tücken. Hier zum Beispiel sehen wir mal ein klassisches Steinschlagbild, was wir haben, wenn der Rasenmäherman vorbeikam. Deswegen empfehle ich in Beratungen dann auch häufig, bitte die Module nicht auf Erdhöhe oder auf 1,50 Meter Höhe, sondern vielleicht einen Ticken höher erst anzufangen, weil die Wechselwirkung mit dem Straßenalltag oder eben dem Rasenmähermenschen doch relativ schmerzhaft ist. Das Gute daran ist, solche Module lassen sich in unserem Fall wirklich direkt 1:1 vor Ort austauschen. Das heißt, man muss die Kosten tragen für das Ersatzmodul, aber es ist im Prinzip kein Totalausfall der Anlage. Man kann sehr einfach solche Sachen auch wieder beheben. Andere realistische Dinge sind Alltagsverschmutzung, sei es, weil die Handwerkerfirma den Sperrmüllcontainer als Verschattungselement an die Fassade stellt oder gar gegen die Fassade stellt. In diesem Bereich haben wir auch schon Module ausgetauscht, weshalb da jetzt der Anprallschutz steht. Oder aber eben Arbeiten von den Grünflächenleuten oder starke Witterung oder Vogelkot, die führen am Ende dazu, dass wir auch Verdreckung auf der Fassade haben. Aber das wird auch gelöst, weil nach dem nächsten kräftigen Regen ist die Fassade beispielsweise wieder ziemlich sauber. Die Module haben so einen Selbstreinigungseffekt. Und es ist immer wieder schön, der Vogelkot ist jetzt hier noch mein Stichwort gewesen. Der Atomfacker war natürlich nicht derjenige welche. Das Ganze zeigt also, das Modul, die Solaranlage in der Fassade ist ein funktionierendes System, muss sich mit realen Dingen auseinandersetzen, wie jedes andere Fassadenelement auch. Und das ist gut so. Und es zeigt aber auch, dass es handelbar ist. So, das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich fasse einfach nochmal die vier Keypunkte zusammen. Bauwerkintegrierte Photovoltaik ist noch ein Nischenmarkt, aber es hat ein Riesenpotenzial für wirklich einen relevanten Beitrag zur Energiewende und für die lokale Industrie und für Wertschöpfungsketten vor Ort.
Bauwerkintegrierte Photovoltaik hat eine sehr hohe Akzeptanz in der Gesellschaft. Wir haben saubere Energie ohne Flächenverbrauch und wir aktivieren zusätzliche Flächen für die Energiewende. Wir haben eine große Herausforderung, die transdisziplinär ist. Architektur, Elektrotechnik, Solarmodulindustrie, alle müssen zusammenarbeiten, um hier die nächste Generation von Gebäudehüllen zu erzeugen. Ohne diesen Brückenschlag wird es nicht funktionieren. Der Wirkungsgrad ist wichtig, aber er ist definitiv nur ein Teil des Ganzen, weil die Architektur entscheidet nach Design, nach Funktionalität und Ästhetik. Und ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, es gibt eine Menge attraktiver und sehr effizienter Technologien, die heutzutage schon zum Einsatz kommen können. Und wichtig ist, sich zu informieren. Und man findet für die meisten dieser Lösungen, der Ideen, die man hat, eben auch schon wirklich technische Umsetzungen. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Rau, für diesen spannenden Vortrag. Und für die vielen schönen Bilder, das macht es vor allem sehr anschaulich. Ich freue mich nun, unseren zweiten Redner Ihnen vorzustellen. Es ist Hermann Isser. Hermann Isser ist Architekt und verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich erneuerbarer Energien, insbesondere im Bereich der organischen Photovoltaik. Das wird jetzt nochmal spannend. Ich glaube, da kommen noch ganz andere Bilder gleich. Derzeit ist er als Director Business Development und Strategic Marketing bei Asker GmbH, einem Hersteller und Entwickler von diesen organischen Photovoltaik-Technologien, tätig. Und nun geht es um Ästhetik, die auf Energie trifft. The floor is yours. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Jetzt hoffe ich, ich klicke gleich in die richtige Richtung. Das sieht gut aus. So, herzlichen Dank für die Einladung für heute Abend und herzlichen Dank an den Energiecampus in Nürnberg und an die FAU für die Plattform, die uns geboten wird, um diese Thematiken der Öffentlichkeit darzubieten. Gebäudeintegration, Bauwerkintegration, Photovoltaik, die Aktivierung von Oberflächen, von Materialien, von Bauprodukten ist ein Riesenthema und wird in Zukunft einen immer weiteren Platz einnehmen in diesem Bereich der erneuerbaren Energien. Daher auch das Thema, über das ich referieren werde heute Abend, Ästhetik meets Energy, organische Photovoltaik im BIPV-Zeitalter. Organische Photovoltaik, normalerweise halte ich sehr viele Vorträge zu diesem Thema, ist eine Technologie, die beruht darauf, dass wir aus organischen, sprich kohlenstoffbasierten Halbleitern Solarzellen herstellen. Das ist die Basis für alles, was wir eigentlich an Projekten anbieten können. Die Technologie beinhaltet relativ simpel, dass wir eine extrem breite Anwendungsbasis schaffen können und nicht an einem Produkt hängen, wie es die klassische Photovoltaikindustrie tut. Das ist heutzutage das Objekt der Begierde oder der Stein des Anstoßes. Ja, sowohl als auch. Für die einen, die sagen, das Solarmodul ist unsere Zukunft, da wird alle Probleme, die wir energetisch haben, lösen. Die anderen sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, in Zeiten des Balkonkraftwerks, das ist sozusagen wieder der Schritt Richtung der Satellitenschüsseln Mitte der 80er Jahre, wo wir die Innenstädte voller Satellitenschüsseln in allen Balkonen, in allen Varianten hatten. Ja, das heißt, auch dieses Produkt spaltet eigentlich die Sichtweisen auf dieses Thema der erneuerbaren Energien ein wenig. Manchmal lohnt es sich, Analogien zu betrachten. Ja? Analogien aus einer Industrie, die wir alle kennen, die Automobilindustrie, hat sich sehr, sehr ähnlich entwickelt, wie wir heute die Photovoltaikindustrie entwickeln. Ganz zu Anfang, noch bevor dieses Auto entstand, im Jahr 1909, hat Gottlieb Daimler mal einen Satz gesagt, der sich nicht bewahrheitet hat. Er sagte, es wird weltweit niemals mehr als 50.000 Automobile geben, weil es nicht mehr Chauffeure gibt. Das heißt, es wurde damals zu jedem Automobil ein Chauffeur mitverkauft und man wusste nicht, wo hätte man mehr Chauffeure herbringen sollen. Das Fahrzeug, das wir hier sehen, das ist ein Ford Model T, gebaut von Ford. Und Ford sagte, nö, das ist ein völliger Unsinn, wir machen ein Massenprodukt daraus. Welche Eigenschaften hat das Massenprodukt? Und was hat es jetzt mit dem PV-Modul zu tun? Dieses Massenprodukt Model T war ein technisches Produkt, möglichst effizient anhand der Kosten und des Nutzens.
Das heißt, es ist genau dasselbe, was wir heute in einem Photovoltaikmodul wiederfinden. Das Fahrzeug geplant, rein am Reißbrett, auf der technisch einfachsten Basis mit den technischen Mitteln und den Produkten, die im Markt erhältlich waren. Das heißt, man hat Scheinwerfer aus dem Kutschenbereich verwendet. Man hat alle Produkte auf das Minimalste reduziert. Das ist exakt dasselbe, was wir heute in einem PV-Modul machen. So. Wir spezialisieren uns darauf, in der PV-Industrie immer weiter in das Thema BOM, Bill of Materials, einzusteigen. Jedes Produkt muss noch günstiger sein, muss noch weniger kosten wie das Vorprodukt. Die Effizienzen müssen immer weiter rauf. Das heißt, wir sind heute eigentlich an diesem Scheideweg angelangt, in dem auch Ford Anfang des Jahrhunderts, des vorigen Jahrhunderts stand, wo er gesagt hat, ja, wir machen das Produkt Automobil so günstig, dass es ein Massenprodukt wird, dass es sich jeder leisten kann. Und das wird sozusagen die Zielsetzung sein. Was wir heute wissen, das ist ein bisschen was anderes. Produkte sind meistens erst dann Produkte, wenn sie gesellschaftlich am Ende auch akzeptiert werden. Ja, und diese Akzeptanz findet meistens auf einer Ebene statt, die sehr über die emotionale Ebene herankommt. Ja, deswegen hier das Fragezeichen. Ich denke, wir sind tatsächlich an einem Scheideweg angelangt. Das Resultat, was wir mit unseren heutigen Mitteln erreichen, in der Gebäudeintegration, Negativbeispiele, wie vorher auch Dr. Rau gezeigt hat, relativ simpel, die Leute hängen sich klassische PV-Module an die Fassade, schrauben sie sich aufs Dach. Das ist alles andere als, ich sage mal, das, was wir als Produkt kennen. Das ist eine technische Lösung, aber es ist kein echtes Produkt. Genauso dieses Thema Balkonkraftwerke. Ja. Das funktioniert alles. Ästhetisch kann man sich drüber streiten. Ja. Gehen wir zurück auf die Automobilindustrie. Anfang des Jahrhunderts, technische Produkte. Die waren tatsächlich rein auf dem Reißbrett von Ingenieuren geplant und waren dazu da, möglichst kostengünstig, möglichst viel herzustellen. Aber bereits Mitte der 20er Jahre wandelte sich das Produkt Automobil hin zu einem Designobjekt, um am Ende des Tages tatsächlich immer mehr Käuferkreise zu erschließen, um die Akzeptanz der Kunden auf Ästhetik zu bekommen. Ja? Und das geht bis heute fort. Also eine der größten Industrien der Welt stellt heute keine technischen Produkte mehr her, aus ihrer eigenen Sicht heraus. Ein Fahrzeug ist ein reines Emotional, ist ein reines Designobjekt, nichts anderes. Klar hat es technische Komponenten, hat es technische Aussagen, aber es verkauft sich nur noch über das Design und über das Produkt selbst. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, ganz extrem verstehen müssen, wenn wir über die Zukunft der Photovoltaik nachdenken. Wo geht die Reise hin? Die Reise geht am Ende des Tages über diesen Markt der Gebäude, was wir vorher auch schon relativ klar gehört haben, riesige Flächen und die Akzeptanz der Menschen, die eine Gebäudehülle immer noch als Gebäudehülle wahrnehmen. Der Architekt will seinen Job machen, der will Produkte verwenden, am Ende in einem Gebäude, um eine Ästhetik herbeizuführen. Da führen reine technische Produkte immer in eine Sackgasse. Wir als die Firma Asker haben uns genau diesem Thema verschrieben. Wir haben gesagt, wo ist denn die Lücke? Wo ist die Lücke, in die wir reingehen müssen? Und die Lücke ist eigentlich da zu suchen, in dem Unterschied zwischen einem Produkthersteller aus der Photovoltaik und einem Technologielieferanten, der sozusagen bestehende Industrien, wie zum Beispiel einem Glashersteller, der normales Fassadenglas herstellt, oder einem Automobilhersteller ein Produkt an die Hand zu geben, das er in seinen Produkten weiter integrieren und verwenden kann, um sozusagen nicht als Modulhersteller an die Architektur heranzutreten, sondern den klassischen Produkteweg in der Architektur zu nehmen, wo die Technologie eigentlich nur noch in den Hintergrund tritt. Das heißt, das Glasmodul, das Fassadenmodul ist ein Fassadenmodul und ist nicht PV-Modul. Das ist tatsächlich im Denken eine völlig andere Strategie und auch im Selbstverständnis der Unternehmen, die in diesem Markt agieren wollen, muss sich da tatsächlich etwas verändern. Man ist nicht mehr sozusagen der Solarmodulhersteller, sondern man ist eigentlich nur noch ein Teil in der Lieferkette.
Wozu führt das? Ich werde Ihnen jetzt einfach mal drei oder vier Beispiele bringen, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, um tatsächlich diesen Inhalt der Gestaltung, dieses Integrieren von Technologien in gestalterische Konzepte so ein bisschen darzulegen. Das erste ist ein Verwaltungsgebäude in Gronau. Was Sie hier sehen, ist eine ganz klassische Glasfassade, eine Doppelglasfassade. Hier mit transparenten, rechteckigen Solarmodulen bzw. organischen Solarmodulen, die farbig transparent sind. Das gesamte Design, also auch diese Streifen, sind vom Architekten bestimmt worden. Das heißt, es gibt eine Analogie zu einem Nachbargebäude, das aus einer Ziegelwand besteht, und er wollte sozusagen diese Analogie in den Glasmodulen wiederfinden. Das geht bis auf die elektrische Gestaltung der Leiterbahnen auf dem Halbleiter, wo wir sozusagen all die Wünsche, die der Architekt gehabt hat, zusammen mit dem Baumaterial, das sollte Glas sein, die Glasscheiben sind knappe 3,80 Meter hoch und 2,70 Meter breit, sind somit auch fast die größten Solarmodule, die weltweit jemals für solche Anwendungen gefertigt worden sind. Und der Hersteller ist nicht ein Solarmodulhersteller gewesen, sondern ein Glashersteller. Das heißt, jemand, der ganz klassisches Fassadenglas herstellt, hat diese Elemente produziert. Damit sind auch die ganzen Zulassungsfragen geklärt gewesen, weil die wissen exakt, wie sie ein Glaselement zu qualifizieren haben, um es in einer Fassade einbauen zu dürfen. Ja, das ist sozusagen, wo wir als PV-Hersteller, als Technologielieferant eigentlich überhaupt nicht wissen, was wir machen dürfen oder müssen. Stuttgart 2021, auch eine Fassadenintegration, diesmal in der Glasbalustrade. Und da war auch die Herausforderung, der Architekt wollte kein PV-Modul in seiner Glasfassade sehen. Er wollte eine Transparenz erreichen, weil die Balkone sehr tief sind. Die Menschen, die in den Wohnungen leben, sollen durch die Module durchgucken können. Und die größte Herausforderung war, das war am Anfang überhaupt nicht klar, kommt aber in Bauprozessen immer wieder vor, dass sozusagen Detaillösungen gefragt sind. Die Detaillösung in dem Fall war, die Abstände des sichtbaren Streifens, dieses grünen aktiven Solarstreifens, zum Pfosten müssen immer gleich sein. Das war die Herausforderung oder der Wunsch des Architekten. Jetzt haben wir, wie wir es in einem Video gesehen haben, eine gekrümmte Fassade. Das heißt, die Größen der Module sind unterschiedlich. Das heißt, wir mussten mit diesem grünen Streifen auf insgesamt 15 verschiedene Modulformate reagieren, ohne dass das visuell sichtbar wird. Bedeutet Planungsaufwand, und Sie brauchen technologische Lösungen, die das bieten können. Das heißt, die klassische Photovoltaik mit ihrem Selbstverständnis, ich stelle ein Produkt her und dieses Produkt muss der Kunde verwenden, so wie es ist, wird hier nicht mehr funktionieren. Löchgau, auch wieder ein schönes Bild, das ist ein sehr kleines Projekt, zeigt aber, in welche Richtung man denken kann und auch was gefordert wird. Bauwerkintegration heißt nicht nur automatisch, ich muss in einer Fassade, in einem Gebäude drinstecken, sondern in dem Fall ist es eine Ladestation für ein E-Bike. Und der Kunde wollte nichts anderes wie ein Objekt und keine technische Lösung. Er sagt, ich habe hier ein architektonisches Ensemble, das muss dazu passen, das muss von der Gestaltung passen, aber es soll eine Funktion tragen. Die Funktion ist aber nicht geleitet davon, dass er sagt, ich will die maximale Effizienz rausholen, sondern er sagt, es muss ästhetisch funktionieren. Das heißt, dessen Funktion ist immer die Integration in ein ästhetisches Konzept. Basel, jetzt kommt das Projekt, was Herr Dr. Rau vorher angesprochen hatte. Das ist mit unser aktuelles Highlight. Ja. Die Fassade, die Sie hier sehen, die leuchtet, ist eine komplette photovoltaisch aktive Fassade. Wir spielen hier in dem Fall tatsächlich alle Möglichkeiten, die wir haben, auf der technischen Integrationsebene aus. Heißt, wir stellen ein transparentes Modul her, das hoch integriert ist. Das heißt, es ist nicht nur in einer Polycarbonatplatte integriert, die sozusagen diese Form der Gebäudehülle folgen kann, sondern wir haben sogar noch LED-Systeme aufintegriert, mit denen sozusagen diese Fassade illuminiert werden kann.
Der Wunsch des Kunden, das war die Firma Novartis in Basel, war, eine CO2-freie Medienfassade zu bauen. Das war sozusagen der ausgesprochene Wunsch. Die Frage war, welche Technologien gibt es überhaupt, die das machen können? Die Architekten und Ingenieure, die da dran saßen, haben die ganze Welt abgeklappert, um irgendjemanden zu finden, der überhaupt das Konzept umsetzen konnte und das noch mit einer passenden Technologie. Am Ende sind sie tatsächlich über uns gestolpert, eher über einen Zufall, über ein Projekt, das wir auf einer Expo gemacht haben und haben dann gemeint, vielleicht könnten wir ja mal überlegen, ob das funktioniert. Wir haben uns von vornherein darauf eingelassen und haben gesagt, ja, das ist genau unsere Kragenweite, da müssen wir hin, um sozusagen dem Architekten die Idee zu ermöglichen, die er dort hatte. Und alle weiteren Schritte kamen aus dem Engineering von der Architektur. Das heißt, wir haben uns immer dem untergeordnet, was sozusagen der Architekt und der Ingenieur eigentlich in der Fassade haben wollten. Man sieht hier, das waren die ersten Zeichnungen, die es gab. Da haben wir die Module auf Grundlage der ersten Vorentwürfe entwickelt. Das heißt, das gesamte Gebäude besteht aus 10 verschiedenen Geometrien mit verschiedenen aufintegrierten technischen Einheiten. Wir haben bis hin zur Wechselrichtertechnik haben wir alles beraten, obwohl wir eigentlich nicht in dem Engineering-Bereich drin waren, aber weder die beratenden Ingenieure noch die Architekten das Wissen hatten, um das Ganze technisch umzusetzen. Die Module selber, das sind rautenförmige Module. Die einen haben Aussparungen für LEDs, die inneren haben sie nicht. Also das sind dann auch noch unterschiedliche Module, nicht bloß die Größen, auch die Designs sind unterschiedlich. Wie muss man sich denn sowas als Produktionsanlage vorstellen? Wo kommen solche Module her? Ja, wie sieht so ein Produktionsprozess aus? Wir drucken die Module. Die werden dann gelasert über Laserprozesse, vereinzelt. Werden dann in Folien einlaminiert, aufintegriert hier mit den technischen Komponenten. Das heißt, alles das, was am Ende eigentlich den Kunden überhaupt nicht interessiert, der interessiert sich für die Endfunktion. Wir stellen es hier mal dar, damit man einfach ein Gefühl bekommt, was bedeutet das. Das ist alles am Ende Handarbeit. Wir haben für das Projekt insgesamt 15.000 Module hergestellt. Da lohnt sich eine Serienfertigung noch nicht. Das heißt, das ist alles tatsächlich noch es ist Handarbeit. Es ist so wie in der Bauindustrie auch, wenn Sie solche Dinge machen wollen, dann müssen Sie einen Weg hinfinden. Ne? Hier sieht man so ein bisschen, wie die Aufintegration stattfindet, wie dann die Fassade gebaut wird. Da sind dann schon die LEDs drauf. Dann kommen die einzelnen Module in diese Gitterträger rein. Das ist dann schon das Fassadenelement selbst. Und die wiederum werden dann direkt auf die Baustelle gehoben, das heißt, es ist vor Ort gemacht worden, in einer Halle, die neben dem Bauprojekt stand. Und dann werden die Module tatsächlich, so wie sie sind, an die Fassade montiert. Alles, was im Vorfeld lief, war reine Planung am grünen Tisch. Das Interessante an dem gesamten Bauprojekt, und das ist vielleicht das, was man da sagen kann, wo man auch den Menschen so ein bisschen die Angst nehmen kann aus dem planerischen Haus, das gesamte Projekt lief über die Corona-Zeit. Vom Erstkontakt bis zur Fertigstellung. Wir hatten nicht ein einziges physisches Meeting. Das heißt, es lief alles über Online-Medien. Die gesamte Projektlaufzeit von der Erstanfrage bei uns bis zum letzten gefertigten Modul war exakt ein Jahr. Was selbst für konventionelle Bauprojekte nahezu unmöglich ist. Aber es ist technisch tatsächlich machbar. Das heißt, die Gesamtbauzeit von dem Projekt waren, ich glaube, knapp anderthalb Jahre, von der Grundsteinlegung bis hin zur fertigen Fassade. Hier sind ein paar Bilder aus der Bauzeit. Man sieht, da gibt es eine Aluminiumfassade, die liegt sozusagen hinter der Modulfassade und dient uns in dem Fall als Reflektor, als Bildschirm für das bildgebende System. Daher kommen auch diese tollen optischen Bilder nachher raus. Wie gesagt, das sind 2.500 Quadratmeter, 15.000 Module insgesamt. Und das Wichtige, was mir immer wichtig ist, wo ich sage, was ist denn unser Schwerpunkt, ist eigentlich, dass Sie die Technologie nicht mehr sehen. Das heißt, genau im Umkehrschluss zu dem, was die klassische Photovoltaik macht, sagen wir, ein Solarprojekt ist für uns erst dann ein Solarprojekt, wenn ich die technische Komponente nicht mehr erkennen kann.
die tritt sozusagen vollständig in den Hintergrund. Und bei all den Projekten, die ich Ihnen gezeigt habe, fällt keinem mehr auf, dass es sich hier um Photovoltaik handelt. Da sagt jeder, oh toll, ist eine Fassade, ist eine farbige Glasfassade, ist irgendwie ein Solar Tree, der irgendwo in einem Innenraum steht oder in dem Fall eine bunte, beleuchtete Fassade. Aber keiner kommt auf die Idee, dass es sich hier um Photovoltaik handelt. Das Ganze, was wir da leisten, geht bis hin zum Beispiel zur Anschlusstechnik. Also hier unten, wenn Sie die Module sehen, oben die beiden LEDs, die auf der Rückseite befestigt sind, ist unten an dem Punkthalter ist die Stromausführung. Das heißt, das war ein Riesenproblem, nicht extra noch einen schwarzen Punkt irgendwo auf das Modul drauf zu bauen. Klassischerweise der Diodenanschluss, wo Sie sozusagen die ganze Konnektivität, Kabelausführung etc. machen. Wir haben dann sozusagen dieses Detail selber entwickelt, haben den Anschluss in den Knotenpunkt reingelegt und befestigen sozusagen die gesamte Stromausführung unterhalb des Punkthalters. Das gab es noch nie, das hat noch nie jemand vorher gemacht. Es funktioniert, es ist einzeln zertifiziert sozusagen für das Bauprojekt und führt am Ende dazu, dass Sie weder Verkabelung noch irgendetwas Technisches an der Fassade finden. Selbst wenn Sie direkt davor stehen oder dahinter, sehen Sie, also dahinter können Sie irgendwo die Verkabelung vermuten, aber von den technischen Komponenten außen am Gebäude sehen Sie nichts. Und jeder, der an dem Gebäude vorbeiläuft und diesen Eindruck mitnimmt, sieht nicht, dass es sich hier um Photovoltaik handelt. Und das ist genau das, was ich sozusagen aus diesem ganzen Vortrag darlegen möchte, dass die Zukunft der Photovoltaik weltweit die integrierten Systeme sein werden. Wir werden uns weiterentwickeln, wir werden Produkte wahrnehmen wollen, gesellschaftlich, die heißen, wir haben die Funktion, aber wir wollen die Technologie nicht sehen. Und keiner will sich mit Technologien beschäftigen. Das ist ein relativ einfaches Ding. Man kann das noch mal ein bisschen ausweiten auf ein Produkt, das jeder von uns dabei hat. Jeder von uns hat ein Smartphone. Ja, die einen haben es mir gerade auch in der Hand. Keiner von uns weiß, oder ich glaube, die allerwenigsten wissen, welche Technologien da drin stecken. Aber jeder verwendet die Funktion. Und ich denke, wenn man da so ein bisschen in diesen Weg reingeht und das Verständnis entwickelt, kann man auch ablesen, wo der Weg der Photovoltaik hingehen wird. Ja, und wir stehen ganz klar heute noch ein Nischenmarkt, der am Anfang steht, aber wenn man rein über die Produkte, die es heute gibt und über die Geschichten der Industrialisierung nachdenkt, weiß man, wo die Reise hingehen wird. Herzlichen Dank. So, das war ja sehr spannend. Das waren sogar nicht nur Bilder, sondern sogar kleine Filme. Genau, wir kommen nun zum zweiten Teil des Abends. Nach den Vorträgen beginnen wir mit der Podiumsdiskussion. Genau, danke Herr Dr. Rau, dass Sie auch kommen. Das Podium ist offen für Fragen. Das Publikum darf gerne loslegen. Oh, da haben wir auch gleich eine Meldung. Dann. Ja, wunderbar, vielen Dank für die beiden Vorträge. Herr Isser, Sie hatten bei dem Novartis-Pavillon von hochintegriert gesprochen. Und Herr Rau hat nochmal herausgestellt, so aus meiner Sicht muss ich ehrlicherweise sagen, nicht nachvollziehbare Differenzierung zwischen additiv und integriert. Jetzt haben wir gesehen, Novartis-Pavillon ist eine ganz klare, nach Ihrer Division, Herr Rau, additiv, ne? Und ist doch ein hervorragend integriertes Beispiel. Wie geht man mit dieser merkwürdigen Definition um? Also von meiner Seite aus ist Photovoltaik immer als gesamtes System zu sehen. Also dieses additive Element bedeutet immer, in dem Moment, wenn es tatsächlich einen Bezug sowohl zur Gestaltung, zur integrierten Gestaltung hat, wie auch zur technischen Integration, ist es integriert. Das hatte Herr Dr. Rau vorher aber auch gesagt, also auch die gestalterische Integration ist eine Integration. Genau, ergänze ich, danke. Das hätte ich jetzt genau auch so gesagt. Das ist die Definition aus meiner Sicht, funktional und oder ästhetisch.
Und hier ist natürlich die Ästhetik, auch die Funktion der Medienfassade, die Kombination aus Licht gebend und Sonnenlicht aufnehmend, Strom erzeugend, ist ja hier auch eine funktionale Verbindung. Und dieses Bauwerk, nenne ich jetzt mal, ist ja so mit einer funktionalen Fassade versehen. Deswegen ist das für mich eine klare Integration in dem Beispiel. Kleine Anekdote am Rand, ich hatte einen längeren Austausch mit den BIPV-Kollegen in China, so einer Assoziation aus China. Die definieren tatsächlich gebäudeintegrierte Photovoltaik ganz sachlich damit, in dem Augenblick, wo eine Solaranlage, ein Solaranlagensystem mit den Facilities, mit der Haustechnik des Gebäudes verbunden ist, ist es integriert, weil es Teil der Funktion der Stromerzeugung im Gebäude ist. Das ist deren Definition von BIPV. Deswegen habe ich am Anfang die Definition reingestellt. Man kann sie so oder so sehen. Ich denke, funktional und ästhetisch ist eins. Ich gehe nicht so weit zu sagen, eine Aufdachanlage ist eine integrierte Anlage, wenn wir nicht diesen Schritt bis zur Haustechnik gehen. Ja. Ich würde sogar noch mal einen Definitionsschritt weitergehen. Ein klassisches PV-Modul ist meistens nicht die integrative Lösung. Das heißt, man erkennt es eigentlich schon am angewandten Produkt. Wenn es das reine klassische PV-Modul ist, ist es meistens eine reine additive Lösung. In dem Moment, wenn ich einen Schritt weitergehe und dieses Modul tatsächlich, wenn ich ein klassisches PV-Modul nehmen würde und es zu einem ästhetischen Konzept führen könnte, wie auch immer das gehen soll, könnte es tatsächlich zu einem integrierten werden. Aber wenn ich rein über dieses Produkt, dieses Massenprodukt heute nachdenke, was das PV-Modul darstellt, was zu 95%, 99% aus China kommt, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ja, gerne. Die nächste Frage, bitte. Also da knüpfe ich doch gerne direkt dran an. Ich glaube, wir haben ja hier im Bau schon das Problem, dass wir eigentlich, oder die Baubranche in sich, es gewohnt ist, irgendetwas zu kaufen und das dann am besten auf der Baustelle noch zuzuschneiden. Das Stück Holz, das dann eben nochmal zugeschnitten wird. Und das, es gibt wenige Produkte, die komplett standardisiert sind oder auch wenige Produkte, die dann auf Maß gefertigt schon auf der Baustelle ankommen. Fenster sind da zum Beispiel so eine Ausnahme. Und irgendwie werden wir da ja auch mit umgehen müssen in der Zukunft. Und wie kommt man oder wie wird man Herr dieses Spagats eigentlich dazwischen, dass ein PV-Produkt ich einfach nicht auf der Baustelle auf Maß zuschneiden kann? Und trotzdem ich eigentlich einen Standard brauche, damit ich irgendwann in den Kosten auch runterkomme. Magst du? Also die einfachste Antwort ist das, was wir tatsächlich machen. Wir gehen in einen planerischen Prozess und am Ende kann man es eigentlich vergleichen mit Fassadenglas. Fassadenglas ist ein industrielles Massenprodukt. Das wird in Größenordnungen hergestellt, sodass es gerade noch auf irgendwelche Tieflader-LKWs drauf geht, 6 Meter mal X. Und dann läuft sozusagen dieses Fassadenprodukt anhand eines Planungsprozesses beim Glasveredler am Ende als vollständige Fassade vom Band. Mit allen Details, mit allen Größen, die der Planer in seiner Integration drin hat, läuft auf die Fassade und wird installiert oder zum Bauprojekt hin. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wer stellt das Modul her? In dem Fall, wir gehen den Weg, dass wir sagen, der Glashersteller, der sozusagen diese Veredelung macht, der sowieso jeden Tag nichts anderes macht, wie Sonderprodukte herzustellen, weil es gibt keinen Standard in dem Bereich, integriert eine Technologie, die tatsächlich die Möglichkeit hat, auf die Größen zu reagieren, in seine Produkte mit ein. Damit unterbreche ich weder den Planungsprozess, noch den Produktionsprozess, noch den Installationsprozess. Weil die Fassadeninstallateure können heute mit Kabeln umgehen. Die wissen genau, da die meisten Fassadenelemente heutzutage sind elektrifiziert, sei es mit Beleuchtung, mit Alarmsystemen oder, also größere Fassadensysteme. Heißt, die wissen schon, worauf sie sich einlassen. Am Ende des Tages entscheidet sich diese ganze Kette anhand dessen, wer das Produkt herstellt.
Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Es ist vielleicht nicht nur, wer es herstellt, sondern auch, wer es verantwortlich verbaut an der Baustelle. Denn der Installateur, völlig richtig, Beispiel unser Gebäude, unser blaues Reallabor, der Installateur ist ein jahrzehntelang erfahrener Aluminiumfassadenbauer. Und er hat mit uns zum ersten Mal eine glasbasierte Solarfassade gemacht. Das heißt, all seine Leute vor Ort haben zum ersten Mal nochmal gesagt bekommen, so jetzt nicht mehr Kanten knicken oder absägen oder mal umbiegen, sondern jetzt Vorsicht Samthandschuhe. Es ist ein Prozess, der auch beim Installateur, beim klassischen Fassadenbauer noch ankommen muss. Und wir sehen, und ich denke, es ist zwingend notwendig, da auch wirklich eine Veränderung in der Baukultur, dass die Ausführenden vor Ort und auch die Produktdesigner und Produkthersteller verstehen, dass ich einen nächsten Schritt gehen muss. Weg vom quadratisch praktisch gut auf millimetergenaues Glasprodukt, Solarmodul, zu einem mehr flexiblen Produkt. Aber andersrum, ich kann nicht ein Glasmodul zersägen vor Ort und passgerecht machen. Das wird so oder so nicht funktionieren. Es verliert nicht nur seine Funktion, es verliert auch seine Zulassung. Der Witz ist ja, dass ich ein elektrisches Bauteil habe, ist ein Bauprodukt mit einer allgemeinen oder einer Einzelfallzulassung ist. Am Ende, wenn ich es auch nur ansatzweise modifiziere in der Rückkontakt, also Befestigungssystem, die Zulassung verliere. Also deswegen ist diese Flexibilität nicht mehr so, wie sie früher mal war. Aber ich finde, es ist ein Transformationsprozess, der einfach stattfinden wird. Ja, vielleicht noch als Add-on. Wir sind ja alle ungeduldige Menschen. Ja? Das heißt, wir wollen immer alles möglichst gleich und sofort haben. Der Erfolg von auf der Baustelle zuschneidbaren Elementen, sei es Wärmedämmverbundsysteme, sei es Sandwich-Elemente, das sind natürlich die Dinge, die wir alle kennen. Warum kennen wir die alle? Weil die am meisten verbreitet sind, weil es die kostengünstigsten Bauprodukte sind. Jetzt sind solche Märkte meistens nicht so erschließbar, dass man an der billigsten Seite oder an der günstigsten Seite anfangen kann, weil das ist der Massenmarkt. So, man muss eigentlich den Markt immer von der Seite aufrollen und so war es auch bei der Automobilindustrie, wo sozusagen am Anfang die hohen Kosten gedeckt werden können. Und deswegen auch Glasfassaden. Glasfassaden sind generell die etwas teureren Fassaden, aber dort sind diese Preise abbildbar, auch die integrativen Preise. Und da findet dieses Zuschneiden noch nicht statt. Ja, oder ist nicht vonnöten. In Zukunft, und jetzt machen wir das große Fass auf, Ideen, die vielleicht dazu führen könnten, solche Produkte herzustellen, die auch wieder vielleicht bauseitig hergestellt werden können. Es gibt Ideen dazu, es ist noch zu früh dafür. Dürfte ich da auch noch eine Frage stellen? Sie haben jetzt immer wieder auch davon gesprochen, von den Modulen, die halt aus China kommen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verpasst in einem Ihrer Vorträge, aber sehen Sie hier eine Chance für den deutschen Markt? Können Sie da noch ein bisschen drüber ausführen? Selbstverständlich. Ja, unbedingt. Also das ist das, was ich versucht habe, vorhin auch so ein bisschen anzureißen, dass ich ein individuelles Bauvorhaben habe. In der Regel nicht mit einem standardisierten Produkt. Es ist schön, wenn ich die standardisiert verplanen kann für die großen Hochhäuser, die typischen Mehrfamilienhäuser in den großen Wohnbezirken und so weiter. Aber ganz häufig sind die architektonischen Lösungen relativ individuell. Das heißt, ein Architekt, eine Architektin planen auch die Fassade nach ihren Wünschen, nach ihren Vorstellungen, wo die Öffnungen, die Maße in den Fassaden sind. Also muss ich mein Fassadenelement anpassen können. Im Planungsprozess bin ich beschränkter. Wenn ich aktuell an den Markt gehe und mir zugelassene Bauprodukte mit Solarfunktion hole, da habe ich nicht besonders groß die Auswahl. Also muss ich anfangen, meine Fensterbänder zu ziehen und zu überlegen im Designprozess. Das ist aber nicht das, was ein Architekt normalerweise macht und die Architektin einfach grundsätzlich natürlich den Freiheitsgrad haben will. Und wir müssen da den Weg finden, wie wir hier ein bisschen flexibler sind. Das Standardprodukt wird es nie liefern. Die Branche muss da Lösungen finden. Und ein Punkt, denke ich, ist ein relativ starker. Wir haben früher diese Plattenbautenlösungen, kennen wir alle, Beton mit Fenster und Rahmung und vielleicht noch eine Balkontür dran und sonst was alles. Und dann wurde das hingesetzt. Vorgefertigte Fassadenelemente, die nicht nur ein Material sind, sondern eine Funktion beinhalten. Und wenn ich darüber auch nachdenke, bei der Sanierung von den großen Plattenbauten, bei den großen Hochhäusern, die wir in Massen in Deutschland haben, die wir auch wirklich anfassen müssen energetisch, dass wir hier sagen, wir finden Produkte, die schon ein Teil der Fassade sind, die auch Solarfunktion hat. Dann können wir Standardisierungsgrade erhöhen, haben aber dieses eine Design vorher ein bisschen flexibel gestaltet.
Um eine ganz einfache Antwort zu geben, ja, das ist der einzige Weg, den wir haben, um diese Industrie sowohl wieder zurückzuholen nach Deutschland, als auch tatsächlich hier zu halten, weil Bauprodukte generell immer Gewichtsprodukte sind. Das heißt, eine Glasfassade ist einfach schwer, komplex, großteilig. Das lohnt sich nicht, solche Elemente quer über den Globus zu schippern. Macht niemand, ne? Höchstens für hochspezielle Produkte. Das heißt, diese Planungssicherheit, der Zugang zum Markt ist ein viel lokalerer als den wir mit einem Massenprodukt wie einem PV-Modul erreichen können. Das PV-Modul war von vornherein darauf angelegt, ein Massenprodukt zu werden. Europa war noch nie gut darin, Massenprodukte herzustellen. Haben wir völlig vergessen. Das ist mal eine Aussage. Ja, also mir fällt nur dabei ein, auch Fenster anscheinend sind immer Maßanfertigungen. Da hat man schon länger aufgehört, das Standardfenster zu verbauen und jetzt ist halt das Fenster gehört in die Fassade, also wird dann die Fassade auch. Ja, aber es gibt natürlich einen gewissen Grad an Standardisierung, denn auch ein computergestützter Planungsprozess greift auf Bibliotheken zurück, in denen bestimmte Lösungen für Fenster, für andere Fassadenelemente und Ähnliches bereits vorhanden sind. Das heißt, Kataloge sind da, in denen standardisierte Elemente in einer gewissen Auswahl vorhanden sind. Also auch die Baubranche seitens der Fensterlieferanten haben sich auf Standards so ein bisschen ausgerichtet. Mhm. Aber es ist eine gewisse Produktvielfalt da und da die Funktionalität in der Regel nicht sehr vielfältig ist, ist es auch ein bisschen einfacher als bei einem Solarmodul, wo ich, wie gesagt, wieder sofort bei einer Adaption meines Produktes an eine andere Geometrie plötzlich in ein Dilemma mit der Zulassung als Bauprodukt lande. Oder wieder Analogie zur Automobilindustrie. Ja, das ist ein heutiges Fahrzeug, man muss nicht mal in die Lkw-Industrie gehen, ein ganz klassischer Pkw hat eine Variationsbreite von mehreren tausend Varianten. Das heißt, der Individualisierungsgrad ist extrem hoch, obwohl das Anfangsprodukt immer dasselbe Produkt ist. Ja. So, jetzt haben sich die Fragen gehäuft. Bitte schön. So, ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben erwähnt, diese PV-Dachziegel. Mhm. So, wie weit kommen die jetzt schon zum Einsatz? Wie resistent sind die, beziehungsweise sind sie vergleichbar mit den normalen Dachziegeln? Und da entsteht ja dann auch eine bestimmte Wärme, also sprich, beeinflussen die das Mikroklima und das Dach? Gute Fragen, danke dafür. Höre ich auch nicht zum ersten Mal diese Fragen. Das ist echt gerade der zweite Teil, wird immer öfter auch angesprochen. Aber um vorne anzufangen, also die Dachziegel, die ich so kenne, die hier am deutschen Markt verfügbar sind, sind aus dem deutschen Markt entstanden. Mit Firmen, oder wenigen Firmen, sind nicht so viele in der Auswahl, die ganz konkret das Produkt designt haben und sich dann an den klassischen Ziegelbauer, Ziegelhersteller gewandt haben oder an die beiden Marktplayer und mit denen dann gemeinsam ein Produkt haben. Das heißt, der solare Dachziegel ist der Dachziegel plus Solarfunktion, kann aber auch der Dachziegel ohne Solarfunktion sein, wird auf die gleiche Art und Weise verbaut, hat dieselben Dachziegeleigenschaften plus Solarfunktion. Das Schöne daran ist, dass mein Solarmodul funktioniert oder irgendwann vielleicht nicht funktioniert. Aber mein Dachziegel, der schützt mein Haus weiterhin. Also die Funktion der Dachhauteingrenzung ist weiterhin gegeben durch diesen Dachziegel. Und es ist von der Qualität her derselbe Dachziegel plus eine dünne glasbasierte Solarmodulschicht da drauf. Der Trick hier ist insbesondere auch noch, dass ich mir überlegen muss, wer verbaut diese kleinteiligen Solarmodule, in Anführungsstrichen, die Dachziegel einzeln auf dem Dach, viele Stecker und so weiter. Und das kann ja, wenn es ein richtiges Solarmodul ist, nicht unbedingt der Dachdecker machen, weil der braucht eigentlich die Elektrikerbefähigung. Hier bei dem Konzept ist es aber so, dass das Ganze auf einer Niederspannungsebene funktioniert und damit für jedermann möglich ist, weil das ganze Verschaltungsdesign mitgedacht wurde beim Design der Ziegel. Also das ist eine sehr schöne Lösung, kann man wirklich 1:1 übernehmen, wenn man ein Dach neu eindecken muss. Die ganze Thematik mit der Wärmerückstrahlung ist nicht so einfach zu beantworten. Jedes Bauprodukt, egal ob das jetzt ein Solarmodul ist oder nicht, bekommt Wärmestrahlung, Sonnenlicht,
wie auch immer, die Umgebung erhitzt das Produkt und am Abend strahlt es auch wieder ab. Also ich verändere die Wärmekapazität, indem ich da vielleicht noch ein bisschen Solarmodul draufpacke. Das Solarmodul selber hat natürlich die Funktion, den Großteil des eingestrahlten Lichtes in Strom umzuwandeln und nicht in Wärme. Das heißt, das Produkt wird warm. Meine Fassade wird beispielsweise im Sommer ungefähr so 60 Grad das Element warm. Aber ganz ehrlich, das wird das Aluminiumelement ohne Solarfunktion auch. Also das ändert sich nicht, die Wärmekapazität verschiebt sich ein bisschen, das Produkt wird ein bisschen kompakter, wird ein bisschen materieller. Das heißt, ich verschiebe schon ein bisschen auch die Wärmeabstrahlung einer Fassade eines Daches in den Abend vielleicht. Und ich habe einen Einfluss auf das Mikroklima. Aber das ist minimal. Und nach Studien auch von Großflächenanlagen in Wüsten zum Beispiel, wo man auch diese klimatischen Veränderungen sich mal angeschaut hat, kann man ganz klar sagen, der positive Effekt der CO2-freien Stromerzeugung und der Klimarettung ist viel, viel größer als der minimale Einfluss auf das Mikroklima. Also wir werden die Erde viel weniger erwärmen, als wir sie schützen vor der Mehrerwärmung, indem wir weniger CO2 emittieren. Vielleicht, um so einen kleinen Schluss zu machen mit der Frage vorher. Der erste Hersteller weltweit, der Solardachziegel hergestellt hat, das war die Firma Dachziegelwerke Kurt Pfleiderer, Mitte der 90er Jahre. In Deutschland. Das war ein reines deutsches Produkt und heutzutage erinnern sich die meisten eigentlich nur noch an Tesla und Elon Musk mit seinem Dachziegel, den es aber schon davor dreimal gegeben hat. Gut, da haben wir noch zwei Fragen und dann kommen wir langsam zum Ende. Bitteschön. Ja, meine Frage ist vielleicht ein bisschen mehr schüchtig und knüpft an die vorige und die vorherige noch an. Zum einen, vielleicht auch nochmal zurückkommend zu dem Novartis-Pavillon, hat man ja auch gesehen, dass ihr hattet letztendlich einen Baukasten von mehreren Arten von Modulen, mit denen ihr dann auch viel abdecken konntet. Insofern, das wäre so der erste Teil der Frage, gibt es eigentlich weitere Baukastensysteme? Die Ziegel würden für mich ja jetzt auch schon ein Baukastensystem darstellen. Das nächste geht in den Planungsprozess rein. Jeder macht sich das Leben gerne einfach. Wie viele von diesen Baukastensystemen gibt es eigentlich schon auch mit BIM-Modellen, die dann die Architekten auch einfach off the shelf sich runterladen können, um sich dann so eine Fassade zusammenzubauen? Und der letzte Teil der Frage ist eigentlich, wer jetzt eher Richtung Björn Rau, wer ist denn hier meistens die treibende Kraft? Ja? Ist die treibende Kraft der Architekt oder ist es letztendlich ein sehr renitenter Bauherr, der unbedingt auf Teufel komm raus ein unsichtbares PV-Modul haben möchte, wie vielleicht die Firma Novartis, wo Geld dann auch keine Rolle gespielt hat. Ich fange an. Okay, ich fange mit dem letzten an, weil das ist ganz spannend. Wie gesagt, vorhin in den letzten über drei Jahren haben wir weit über 300 Bauvorhaben beraten und zwar wirklich vom Einfamilienhaus bis zum Großflughafen, Ministerien, Hochschulen, Industrieanlagen, Gasmotorenkraftwerke. Das Spektrum aller Bauwerke, die man sich so vorstellen kann, oder Gebäude zumindest. Der Antrieb ist sehr unterschiedlich. Bei den Einfamilienhäusern ist es ganz häufig, gerade in der Anfangsphase vor 3-4 Jahren, das eigene Interesse gewesen. So ein bisschen auch im Hintergrund so die Energiekrise, die Eigenversorgung, die Autarkie gerade waren da immer Stichworte. Und bei den universitären oder anderen öffentlichen Gebäuden ist ganz häufig dann die lokale Politik entscheidend, die Regeln aufsetzt, die beispielsweise eben auch über die Solargesetze, Klimaschutzgesetze da jetzt Druck aufbaut und sagt, unsere Bauvorhaben, Sanierungsvorhaben werden immer mit PV geprüft. PV muss nicht immer umgesetzt werden, weil es geht nicht immer. Aber da, wo es sinnvoll ist, muss es bitte sein. Das ist zum Beispiel so ein Thema. Also Bauherr, übergeordneter Bauherr, gibt Druck auf die einzelnen Baufachabteilungen in den Universitätseinrichtungen zum Beispiel. Die waren nicht immer begeistert, wenn sie zu uns gekommen sind, haben aber dann auch schnell mit uns Fahrt aufgenommen. Das funktioniert. Wenn man einfach fair sagt, wir müssen nicht auf Biegen und Brechen Photovoltaik unbedingt, sondern lasst uns sinnvoll eine architektonische Lösung finden. Wenn es die nicht gibt, dann ist das auch okay, dann gibt es die dort nicht. Auch nicht jedes Denkmal muss eine PV-Anlage bekommen. Wir haben nur 2% denkmalgeschützte Gebäude in Deutschland. Wir könnten uns auf die anderen vielleicht fokussieren, würde ich sagen. Also von obergeordneter Hand Bauherrensicht. Ein Familienhaus ist auch der Bauherr. Der ein oder andere Architekt für den Wettbewerb in der Vorbereitung, weil es eine Ausschreibung war. Oder auch aus Eigeninteresse, weil sie sich damit qualifizieren. Also wir haben eigentlich, das Spektrum ist breit. Politik spielt eine große Rolle. Deswegen habe ich schon noch ein bisschen mehr über diese
Solarbauordnung und Solargesetz und so weiter gesprochen. Das hat definitiv einen Push gegeben. Also die haupttreibende Kraft ist immer der Bauherr, egal von wo aus es geht. Der Architekt ist eigentlich immer nur der Vertreter des Bauherrn. Das heißt, der Bauherr wird immer einen Wunsch äußern. Und je nachdem, wie stark der Architekt nachher auftritt, wird er das umsetzen oder auch nicht. Und dann ist es natürlich im Augenblick immer eine Frage des Budgets. Und daran entscheidet sich dann, welche Materialien ich verwenden kann, wie die Integration stattfinden kann etc. Du hast noch gefragt nach BIM. Also wir arbeiten im Augenblick an BIM-Lösungen in Glasfassaden zusammen mit Glasherstellern, weil wir natürlich dann eine sehr elegante Lösungsebene haben. Das heißt, du hast Randabstände, die sind immer fix. Alle Arten von Glasinstallationen, das gibt es alles schon. Wir ordnen uns dem nur entsprechend unter. Meinen Sie mit BIM Building Information Modeling? Ja. So, haben wir noch Zeit für eine Frage? Leider sind wir schon heute am Ende angekommen. Ich möchte Ihnen nochmal danken, Professor Rau, Herr Isser, danke, dass Sie da waren. Ich möchte einmal noch kurz etwas zum Energiecampus Nürnberg sagen. So ein bisschen Zukunft haben wir auch hier vor Ort. Wir haben die Solarfabrik der Zukunft, wo eben auch schon organische Photovoltaik gedruckt wird. Und wir, das muss ich jetzt ein bisschen angeben für die Friedrich-Alexander-Universität. Wir halten derzeit den Weltrekord in der Effizienz für gedruckte organische PV. Das liegt dort schon bei über 14% im Vergleich dazu. Module sind etwas über 20%. Aber das wollte ich jetzt einfach noch schnell loswerden. Ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren. Nächste Woche geht es schon weiter. Da wird es spannend. Es geht nämlich um solare Mobilität, Fakt oder Mythos. Es klingt ein bisschen nach Jules Verne. Für heute Abend möchte ich Ihnen alle einen guten Heimweg wünschen. Schön, dass Sie dabei waren und bis nächste Woche.